Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück beim Kerbal Space Programm. Ja, in der letzten Folge haben wir noch mal einige Science-Punkte nach Hause gebracht und auch ein paar neue Sachen technologisiert und hab uns schon mal was vorbereitet, denn das hätte sonst wirklich im Nachhinein gesehen doch recht lange gedauert. Und zwar habe ich uns schon mal eine kleine Mondbasis zurechtgezimmert, die so aussehen soll und auch so auf dem Mond landen soll. Da ist erstmal alles an Science-Technologie mit dran, also an wissenschaftlichen Instrumenten. Ein paar Strahler, um das Ding dann auch anzustrahlen, ein paar Sonnenkollektoren, um die Batterie, die hier oben drauf ist, wieder aufladen zu können. Und. Ein paar Landestützen natürlich. Und das soll unsere erste Mondbasis werden. Mit dem Teil möchte ich auch auf dem Mond landen. Natürlich fehlt da noch der Antrieb, das ist klar. Denn alleine ja, durch den kleinen Tank komme ich da nicht hin. Aber ich würde das Teil jetzt erstmal so, wie es ist, vielleicht sogar hier auf Kerbin testen wollen. Das Teil wiegt, naja, 3,1 Tonnen. Das ist eigentlich okay. Wo ist denn jetzt? Ich gehe das mal das gleiche hier. Ach, guck mal. Wir haben jetzt auch schon den großen. Jedenfalls möchte ich es hier erstmal testen. Und ich hoffe, ein Fallschirm reicht dafür. Ich pappe den einfach mal da oben drauf. Ich fahre mal die. Moment. Die Dinger ein. So, wir haben hier hinten auch eine Antenne dran. Und ich hatte in der letzten Folge von dem Rover gesprochen, aber dafür reicht es noch nicht. Aber wie gesagt, so eine kleine Mondbasis können wir ruhig bauen. Und den Antrieb, den ich mir dafür vorgestellt habe, das ist der, den wir auch bei der Nemesis 2 verwendet haben. Den kommt jetzt einfach drunter, den hatte ich gespeichert. Und dann können wir auch so, wie er jetzt ist, losdüsen. Ich muss hier oben bloß nochmal was abändern. Eventuell brauchen wir das gar nicht. So. Mit Antrieb und Fallschirm. Den Fallschirm brauchen wir halt nicht auf dem Mond. Ich bin tatsächlich, als ich das allererste Mal ernsthaft wurde, auf dem Mond zu landen, bin ich da mit einem Fallschirm hochgeflogen. Das bringt noch nichts, das ist, könnt ihr vergessen. So, wir gehen mal aufs Launchpad und prügeln das Ding mal hier durch die Atmosphäre. Oder vielleicht nicht ganz so hoch. Stimmt, Moment, warte mal, mir fällt gerade was ein. Das wird nicht funktionieren, weil ich kein Hitzeschild dran habe an dem Teil. Ne, doch, pass mal auf, wir probieren das mal. Wir machen das aber anders. Wir machen das anders. Und zwar, wir gehen auch mal kurz zurück. Ach, ich Idiot, nicht in das Space Center. Moment, lädt noch mal kurz. Wir müssen noch mal hier hin. Genau. So, pass mal auf, wir machen das anders. Ich nehme mal die Dinger weg und dann schicken wir das so hoch und dann brauchen wir nicht aus der Atmosphäre raus und dann können wir das auch testen. So. Ja. Ja. Dann steigen wir halt nicht so hoch, sondern bloß so weit, dass wir dann auch wieder sicher runterkommen. Ohne dass uns das Teil verglüht. Oh, die Dinger sind schräg dran. Naja, ist egal. Das kriegen wir schon hin. Und wir starten einfach mal. In 3, 2, 1, go. Einfach mal gucken, ob das hier schon so ganz gut klappt mit dem Landen. Das müsste aber hinhauen, auch die Landestützen. Und ich würde sagen, wir fliegen dann einfach mal. Oh, nanu. Hier irgendwo in den Norden. Oh, wir sind schon relativ schnell. Bisschen aufpassen, wo die Apoapsis hin zeigt. Halt, andere Richtung. Huch. Ist auch egal.
Das ist egal, wir wollen irgendwo hin, wo wir landen können. Komm schon, dreh dich. Da hinten hin. So, danke. Na. Ja, das Ding macht gerade, was es will. Ist jetzt nicht so schlimm. Hauptsache, wir kommen irgendwo runter. So, das reicht eigentlich schon. Ich spreng jetzt mal die Teile ab. So. Ach so, doch, da war sogar noch ein Hitzeschild verbaut wegen dem. Ah, das muss ich noch mal ändern. Das muss nämlich eigentlich abgesprengt werden. So, ich habe es jetzt einfach mal so gemacht durch den Antrieb, der da drunter steckt. Gut, dann habe ich das Teil, was ich gespeichert hatte für den Antrieb. Das war dann noch nicht so hundertprozentig. Also da war ein Teil zu viel. Den Hitzeschild hatte ich dafür aus Versehen noch mitgenommen. Ja, dann landen wir hier in der Nähe der Basis. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Wie gesagt, ich will das bloß mal mit den Landestützen und so weiter probieren. Auf dem Mond ist natürlich eine deutlich geringere Gravitation. Da läuft das eh alles anders ab, aber einfach mal gucken, wie es aussieht. So. Das ist gut. Das ist gut, dass wir das getestet haben. Da hatte ich nämlich überhaupt nicht dran gedacht und habe das auch gar nicht gesehen, dass das Hitzeschild noch mit dabei ist. Das braucht man nämlich nicht. So, komm, jetzt öffne dich mal. Ach du Heilige. Na, ganz große Klasse. Das ist ja jetzt doof. Ich könnte sogar noch mal Schub geben. Kleines bisschen bloß, dass wir vielleicht hier einfach mal wegtreiben und ich nicht hier irgendwo auf dem Gebäude lande. Pack mal die Stützen aus. Ah, toll. Jetzt landen wir tatsächlich hier auf dem Gebäude? Nee, daneben, oder? So halb da drauf. Na, das ist ja auch super. Scheiße. Ach, leck mich doch. Dreckding. Tja, wie ich gerade zurück bin im Spiel, hat das Spiel zerschossen. Kam ein Crash-Report. Also ähnlich wie bei unserer kleinen Raumfähre hier, bei unserer kleinen ersten Mondbasis. Ach, das gibt's doch nicht. So, warte mal, wo ist denn das Ding jetzt? Hier, ich hatte es doch schon mit Antrieb. Genau. Das kommt natürlich wieder weg. Hier ist jetzt tatsächlich das Hitzeschild noch drunter. Ja. So. Okay, pass auf. Jetzt haben wir es soweit, das haut soweit alles hin. Wir werden wie beim letzten Mal ganz normal wieder erstmal eine Flugbahn zum Mond planen. Und ich werde dann mit denen hier unten, mit den vier Antriebsstufen oder mit den vier Antrieben schon relativ nah an die Oberfläche ranfliegen und wirklich bloß die letzten paar Meter mit dem ganz kleinen Antrieb. Und ich hoffe, der reicht, dass wir da schön abbremsen können. Aber wie gesagt, der Großteil soll eigentlich von den Dingen hier noch unternommen werden. Da müssen wir mal gucken, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Also wie immer. So, jetzt haut das hier auch nämlich hin. Genau. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los und probieren es und hoffentlich stürzt das Spiel nicht nochmal ab. Ich weiß nicht, warum das Spiel manchmal so ein bisschen rumzickt. So, gut. Und dann Richtung Mond in 3, 2, 1, go. Halt, mehr Schub. Geht ja gut los. So, wir fangen dann wieder an mit einer 5 Grad Neigung bei 100 Metern pro Sekunde. Gott, ey, ich werde bald von diesen 100 Meter pro Sekunde träumen, wenn das weiter so geht. So, ich versuche uns mal zu kippen. Das geht jetzt nicht so einfach. Ich muss mal kurz SAS ausschalten, damit das da oben nicht so rumwackelt. Seht ihr, das wackelt nämlich ganz schön. Ich hoffe, das gibt sich wieder. Ich hätte da Verstrebung dran bauen sollen. Na, mal gucken, vielleicht kriegen wir es noch hin.
Ne, tue ich mir nicht an. Wäre nicht gut gegangen. Das Ding war schon fast wieder außer Kontrolle geraten. Aha. Scheiße. Warte. So, nächster Versuch. Nicht so einfach mit so einem großen Aufsatz da oben drauf. Schon gar nicht halt, weil das so ein bisschen ausladender ist. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das hier denke. So, Liftoff in 3, 2, 1, go. Jetzt dürfte es halt nicht so rumwackeln, wenn ich die 5 Grad nachher einstellen möchte. Das dürfte besser klappen. Ich hätte auch noch so einen Docking-Port angebracht, aber den haben wir halt noch nicht freigeschaltet. Das ist das nächste, was ich dann mal so machen möchte, damit wir dann halt auch im Orbit eine große Space Station bauen können und immer wieder Module hochschaffen, die dann dort andocken und so weiter. Dafür brauchen wir aber noch so kleine andere Module, womit ich dann ganz fein steuern kann. Mit IJKL war das, glaube ich, immer. So, probieren wir nochmal. Okay, eiert gar nicht oder halt wirklich deutlich weniger rum, wenn ich die Rakete jetzt neige. Okay, noch verläuft alles nach Plan. Trotzdem nicht so einfach mit dem großen Aufbau da irgendwie hochzukommen. Ich weiß gar nicht, wie viel mehr wir wiegen, aber es dürfte nicht so viel mehr sein wie beim letzten Mal, als wir da zum Mond sind. Vielleicht eine halbe Tonne mehr. Sind wir aus der kritischen Zone, für mich kritische Zone raus. Ja, ein paar Meter noch. So, müsste doch reichen, oder? So, jetzt geben wir mal Vollgas. Schub.
bisschen den Zeitvorlauf. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit einem Orbit, dass wir dann langsam Richtung Mond kommen. Noch einen Moment warten sollen. So, Mond, willkommen. Hoffentlich. Drückt die Daumen. Ganz fest. Alle beide. Plus den großen Onkel. So, Periaps ist schon mal raus. Wunderbar. Ja, okay. Ein bisschen über 200 Kilometer. Das haut hin. Jo, dann leg mal los, Apoapsis. Bisschen Beeilung. Ja, wir kommen schon mit weniger Sprit an als beim letzten Mal, aber sollte ganz gut klappen. Bei dieser Umrundung mit Sicherheit noch nicht. So. Gut. Dann heißt es wieder kreisen, bis wir den erwischen. Da verlangsamt sich es wieder automatisch, weil wir zu nah dran sind. Und weiter geht's. Schauen, wie viele Umrundungen wir brauchen. Oh, da sind wir schon beim nächsten Mal. Okay. Kommen wir da nah ran oder haut er uns direkt auf den Mond drauf? Wäre auch nicht verkehrt. Könnte ich ein bisschen Sprit sparen? Treibstoff. Wir haben ja kein Diesel getankt oder so. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Gott, wie nimmt denn der uns mit? Das ist ja nett, so eine kleine Schleife. Und vor allem, was ja noch viel geiler ist, der haut uns dann einfach mal danach theoretisch komplett raus. Wir kriegen danach nicht mal einen Körbe in Orbit. Krass. Also ist sowas Schlimmes. So, okay, dann düsen wir ran. Und lassen uns von seiner Gravitation einfangen und dann schauen wir mal, wie wir da am besten auf den runterkommen. So. Okay, nice. Der wird uns einfach mal komplett rausschießen aus dem Orbit. Also wir hatten dann einen Orbit um die Sonne, aber das ist jetzt auch nicht so erstrebenswert. Aber wir sind so gut geflogen, der haut uns direkt auf die Oberfläche. Das ist super. Gar nicht so verkehrt. Okay, 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 okay. Das ist jetzt besser als gedacht, muss ich sagen. Da kommen wir her, da wollen wir hin. Okay. So, hier dreh und schon mal. Wir müssen dann nämlich nachher Gegenschub geben, damit wir natürlich langsamer werden. Wir könnten das theoretisch jetzt schon machen, um uns so einen kleinen Landeplatz auszusuchen. Na komm, lass mich mal ein Manöver planen. Beziehungsweise da ungefähr hin. Besten wäre es, wir kommen direkt so runter. Schön gerade. Wir können das mal probieren. So bin ich immer gern eigentlich auf den Mond geflogen. Ich hoffe, da hat sich jetzt physiktechnisch nichts geändert. Aber so wie ich mein Glück kenne. Vermutlich schon. So, wir geben mal kurz Gas. Zack. Optimal. Ast rein. Ja, und dann heißt es einfach nur noch bis hin segeln. Halt keine kleinen Schubdüsen mit dran am Gefährt. Müssen wir das Teil erstmal gerade drehen.
düsen jetzt erstmal ein bisschen näher ran. Es muss halt ein relativ flacher Landeplatz sein, das wäre echt vorteilhaft. Fliegen wir mit dem Hintern genau drauf zu. Da müssen wir nachher noch schön verlangsamen. Okay, wir können noch ein bisschen in den Zeitvorlauf gehen. Ich darf nachher bloß nicht den Punkt vergessen, wo ich dann unsere Raumfähre. So, jetzt hat uns eingesackt. So, jetzt überlege ich, ab wann hatte ich Gegenschub gegeben, weil wir jetzt wieder 700 Meter pro Sekunde drauf haben. Könnte knapp werden. Okay. Könnte echt knapp werden. Wobei der Landeplatz erstmal gar nicht so verkehrt aussieht auf den ersten Blick. Jetzt muss ich wirklich dann gerade runterkommen gleich. Okay, jetzt stehen wir schon fast, beziehungsweise bewegen uns wieder nach oben. Aber wir fallen gleich wieder gerade nach unten. Ich hoffe, die kleine Schubdüse unten am Landepad, die kann das regeln. Am besten wir landen dann so mit, naja, höchstens, wirklich allerhöchstens 10 Metern pro Sekunde. Das ist eigentlich ein schöner Landeplatz, oder? Wäre geil, wenn das jetzt klappt. Aber ich würde mich so freuen. Okay, es sind nicht mehr so viele Meter. So ein kleines bisschen haben wir halt noch dabei von dem Schub hier. Ich möchte schon noch ausnutzen, bevor das leer wird. Ich muss es absprengen. So. Ja, das ist explodiert. Das war so gedacht. Ja, okay, gut, 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 gut. Ich kann uns gut verlangsamen mit dem kleinen Ding, was hier unten dran ist. Noch ein bisschen langsamer, noch ein bisschen langsamer, noch ein bisschen langsamer. Nicht zu langsam. Und? Ja! Nice! Ja! Licht an! Na, geil, oder? Oh, ich gehe kaputt. Super! Hat auch gut funktioniert. Sind auf 4292 Metern Höhe. Das ist ein schöner Landeplatz. Den können wir eigentlich so beibehalten, wenn wir später mal noch mehr bauen wollen. Und auch eine richtige Mondbasis. Das hier ist ja nur erstmal der Vorposten sozusagen. Ich klappe direkt mal unsere Antenne aus. Zack. Oh, geil. Super. Tja, vielen Dank, dass ihr mitgeflogen seid. In der nächsten Folge erkunden wir so ein kleines bisschen den Mond und bis dahin bedanke ich mich fürs Zusehen, hat super funktioniert. Und ja, bis zum nächsten Mal und haut rein, ciao.